Open Tech Summit. Open Tech Summit. Open Tech Summit. Ich bin hier bei Kai und er hat GNU Control und Open Hardware mitgebracht. Hallo Kai, was machst du heute hier so auf der Open Tech Summit? Was willst du den Leuten heute hier zeigen? Oh, das ist eine Frage. Was will ich? Ich möchte eigentlich den Leuten ins Gewissen reden und sagen, Leute, habt mehr Mut, seid nicht so kompromissbereit. Ja, wenn wir freie Software haben, dann lasst uns die nutzen. Und zwar mit allen Registern. Und nicht nur, weil die Technik irgendwie schneller ist, moderner und so weiter. Mache ich dann dies und jenes, weil es bequem ist und verzichte hierauf, auf meine Freiheit dort. Nein, come on. Wir haben Rechner, die laufen mit freier Software und wir haben Linux Libre, den Deblob-Kernel und es gibt sogar die Platinen, die mit freiem BIOS funktionieren. Also ran an die Buletten, sag ich mal. Und du hast hier auch, wie gesagt, so einen ziemlich großen Rechner mitgebracht. Was genau macht der eigentlich? Ja, also wenn man hier auf den Knopf drückt, dann läuft der plötzlich los und dreht 3 Runden. Das glaube ich nicht. Ich habe gehört, man nimmt sich einen USB-Stick und bekommt seine Lieblingsdistribution, freie Lieblingsdistribution auf seinen USB-Stick, den man dann benutzen kann, um seinen Rechner zu Hause mit freier Software zu booten. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Also zuerst mal, natürlich ist es ein Kunstwerk. Das muss ich nochmal ganz fett unterstreichen. Es ist eine Skulptur. Eine Skulptur, die sich aber auch, das sage ich hier mal ganz deutlich, in den Dienst der freien Softwarebewegung stellen möchte und helfen möchte. Und daher meine Idee, auch mein Enthusiasmus für Triskel, GNU Linux, Libre sozusagen zu promoten und den Leuten hier en passant zum Mitnehmen anzubieten. Ja, hier sind wir nun bei der Open Hardware, die du mitgebracht hast, ein Gerät zum Flashen. Erzähl mal, wie das genau funktioniert. Ja, also wie das genau funktioniert. Dieses Gerät hier, diese kleine Holzblechskulptur, ist eigentlich etwas ganz Besonderes. Es ist nämlich eine erste Instanz meiner Idee freie Skulptur. Es ist Open Hardware, was den Bauplan der Skulptur angeht, also das Gehäuse, aber es ist auch Open Hardware, was die Elektronik angeht und die Funktionen und so weiter. Und die Idee ist ganz klasse. Wir müssen an die Chips ran. Unsere Hardware hat in den Chips sozusagen den ersten Teil der Software und diese Chips auf den Platinen bieten die Brücke zwischen die Schnittstelle zwischen Softwarewelt und Hardwarewelt. So, sie haben eine ganz entscheidende Bedeutung. Und meine Idee ist, lasst uns an die Küchentische und her mit dem Lötkolben und mit den Bauplänen und lasst uns Chipsflasher basteln, mit denen wir selbst die Chips brennen und beschreiben und vielleicht sogar die Computer gestalten, mit denen wir umgehen wollen. Quasi ein freies BIOS, Libreboot, wie du auch zum Beispiel hier auf dem X60 hast. Ja, das ist eine ganz tolle Maschine und an dieser Stelle bitte unterstreiche ich ganz fett die Leistung von Francis Rowe, übrigens auch von den Coreboot-Developern. Ganz große Leistung und hier in Berlin habe ich das aufgegriffen und diesen Rechner selbst mit Libreboot freigeflasht und das ist ein aufregendes Erlebnis. Ich kann es nur betonen, den ersten Schritt zu machen und den Chip zu löschen, den proprietären Anteil rauszumergeln und freie Software einzuspielen, ist ein fantastisches Erlebnis. Das sollte jeder einmal im Leben gemacht haben. Ja, wir haben ja im Moment auf den Rechnern überall dieses UEFI auf den neueren. Also es wird noch eine Weile dauern, deswegen sollte jeder dieses Gerät, dieses Flash-Gerät, was über eine parallele Schnittstelle, falls das jemand noch kennt, anzusteuern ist, als Beispiel nehmen, um freie Firmware zu bauen. Ja, großartig. Aber ich muss hier unbedingt klarstellen, das hier, wie das Ganze hier aufgebaut ist, ist im Moment noch Zukunftsvision. Denn Libreboot unterstützt den Printerport nicht. Das heißt, mein Chipflasher benötigt noch einen Rechner mit Printerport. Aber in den nächsten Wochen und Monaten werde ich das auf COM-Port umbauen und dann haben wir eine ganz tolle Toolchain, mit der das sozusagen von A bis Z frei und mit freier Software und Open Hardware zu erledigen ist. Dann hoffe ich, dass du auch jemanden bei deinem Vortrag hier bei der Open Tech Summit noch finden wirst, der dir vielleicht sogar dabei helfen kann, das zu ermöglichen. Du meinst finanziell mit einem dicken Geldbündel oder technisch mit Know-how? Na, wie auch immer, so wie es hilft, ne? Alles klar, vielen Dank.
Hallo, genau, ich bin Mario Behlenk hier, organisiere den Open Tech Summit mit Partnern zusammen, mit Monique Meisel und André Rebentisch. Freue mich sehr auf dieses Interview. Was hast du dir eigentlich vorgenommen? Ich meine, die Open Tech Summit, die gab es noch nicht so oft in Berlin, die gab es noch nie. Was sind deine Erwartungen? Wie weit sind die schon erfüllt? Also meine Erwartungen sind schon übererfüllt. Wir haben gar nicht damit gerechnet. Es war schon heute, als wir aufgemacht haben, um 9 standen schon Leute und wollten rein. Es ist alles viel größer geworden, als wir uns je gedacht hätten. Und es ist unglaublich, denn vor einer Woche hatten sich nur ein paar hundert Leute registriert und wir dachten, na gut, das wird ja eine nette kleine Veranstaltung. Und plötzlich, die letzten 3 Tage vorher, sind nochmal 500 dazugekommen. Also es ist sehr groß, aber groß bedeutet nicht unbedingt auch gleich gut. Aber diese Veranstaltung ist gut, ich freue mich sehr. Wir haben nämlich tolle Leute. Wir haben noch einen Track zusätzlich aufgemacht und wir haben ganz viele verschiedene Themen. Und weil wir so viele verschiedene Themen haben, fragen mich die Leute jetzt schon eigentlich, worum geht es hier? Ja, also ihr habt so viele verschiedene Themen, was ist euer Ziel? Also meine Wahrnehmung ist, dass es um Open Hardware primär geht. Bei vielen ist immer wieder der Fokus auf Open Hardware, weil freie Software haben wir schon, also genügend, aber wie sieht es eigentlich mit der Hardware dazu aus? Ja. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Bei Hardware ist es auch so natürlich, wenn ich jetzt hier die Strickmaschinen und so weiter aufstelle, dann sehe ich auch gleich, dass es Hardware ist und Software, vielleicht programmiert da einer an der Ecke, da sehe ich gar nicht, dass er hier ist mit seinem Projekt, aber auch ganz tolle Sachen macht. Das fällt einem auch dann in den Blick. Bei Hardware gibt es aber nicht nur jetzt Variables, wie zum Beispiel bei Fashion Tech oder so, es gibt auch Strickmaschinen, es gibt kleine Rapspeed-Computer, die man hier programmieren kann. Es gibt viele verschiedene Projekte, auch den Crypto-Stick, der jetzt auch eine kommerzielle Version hat, den NitroKey, der ein Open-Source-Security-Stick sozusagen, und da gibt es viele verschiedene Themen. Und wir wollen diese Themen zusammenbringen. Es ist ein Beispiel für eine offene Gesellschaft. Also ich denke mal auch an Open-Source-Business, ja, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel jetzt sage, bei mir zu Hause ist etwas kaputt gegangen, ein kleines Teil in der Waschmaschine und so, und da ist es häufig so, dass es viel billiger ist, eine neue Waschmaschine zu kaufen, als sich jetzt ein Ersatzteil zu holen. Und das ist unser Ziel im Prinzip, lass uns doch die Sachen Open Source machen. Die Leute können sich Sachen ausdrucken zu Hause vielleicht oder in einem Repair Shop können dann zum Beispiel was reparieren. Das wäre schön. Schön wäre auch, wenn ich mir jetzt sagen könnte, ich lade mir ein Buch herunter, was in der Bibliothek steht, und das kann ich mit Freunden teilen, denn Bildung sollte auch frei sein. Kann man sagen, dass ihr in die Fußstapfen des Linux-Tages in Berlin reintretet, oder ist es doch ein bisschen was anderes? Der Linux-Tag war ja auch primär ein Software-Event und ich hoffe ja, dass er jetzt nochmal stattfindet. Dieses Jahr sind wir ja sehr glücklich, dass die Linux-Tag-Crew mitgemacht hat, hier Talks ausgewählt hat, Leute identifiziert hat, die mitmachen können. Und ich hoffe, da passiert noch mehr, aber es ist ein bisschen anderer Event. Wir sind eigentlich eher ein Event, der diese verschiedenen Gruppen zusammenbringt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel wieder vorstelle, bei den Strickmaschinen, da haben wir jetzt hier einige Hacker und diese Hacker hacken jetzt zum Beispiel eine Strickmaschine. Das heißt, die werden da einen kleinen Computer anschließen. Dann kann man plötzlich eine elektronische Strickmaschine über den eigenen Computer zu Hause steuern. Das war bisher ja nicht so einfach möglich. Und die sagen eben, das ist jetzt möglich. Dann treffen wir uns. Und die sagen, ja, es funktioniert alles und die tippen da was ein, alles Text und das funktioniert auch. Aber das ist noch nicht so, dass jetzt so Damen aus dem Strickforum zum Beispiel das verwenden können, weil es kein grafisches Interface gibt. Ich kann da nicht auf einen Knopf drücken und das will ich im Prinzip. Hier sollen sich Leute von verschiedenen Richtungen treffen und dann gemeinsam an Dingen arbeiten, die wir alle auch benutzen können, egal ob wir jetzt einen technischen Hintergrund haben oder eher einen Strickhintergrund oder einen Designhintergrund oder verschiedene Hintergründe. Und das funktioniert hier. Und das auch so ein bisschen der Unterschied zum Linux-Tag, wo sich Open Source, ja, .com meets .org. Wir sind eigentlich eher so über Ideen und Sachen anzugehen und zu machen. Die erste Open Tech Summit war eigentlich in Taiwan oder gab es da auch schon mehrere dieser Art oder ist das quasi jetzt die zweite eigentliche weltweit? Genau, das ist die zweite weltweit. Das erste Mal in Taiwan, das war so ein Testcase. Damals war es so, dass ja der EPC, vielleicht erinnern sich einige noch, ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Dieser kleine EPC, der war eben der erste Computer, der Linux installiert hatte schon,
aus der Fabrik. Der kam direkt aus der Fabrik und hatte Linux installiert. Und das war eine tolle Sache. Und da hatte Asus damals gesagt, wir sponsern das. Wir wollen hier einen Open Tech Summit haben. Da haben wir eben viele Leute dort eingeflogen, einfach die wir übers Internet kannten, die an Projekten rund um Hardware und Linux zusammenarbeiten. Und mittlerweile ist es 2015 jetzt. Und wir haben nicht nur einen kleinen EPC, der jetzt mit Linux läuft, sondern wir haben 5 Millionen Computer, Kleincomputer, Raspberry Pis, die verkauft wurden mittlerweile, und wir haben ganz viele Projekte auf Kickstarter und wir haben große Firmen, die das einsetzen. Und die Frage ist jetzt, was ist der nächste Schritt? Offene Bildung, offene Bücher, ja, freie Hardware und so weiter. Das wollen wir alles und das soll doch den Leuten zur Verfügung stehen und da können sich viele kleine Betriebe bilden oder auch Betriebe, die es schon gibt. Ich denke, das ist einfach spannend und anscheinend haben viele Leute die Meinung. Ja, Sie sagen, das ist spannend, deswegen kommen alle her. Ich sehe hier hinter der Kamera arbeitet jemand dort an leuchtenden Blinky-Lights, die dort in die Kleidung eingenäht werden. Hier überall ist was los. Man geht von einem Tisch zum anderen. Das ist einfach faszinierend. Und wie gefällt es dir denn eigentlich so hier bei der Open Tech Summit, die ersten Messe seit langem, seit dem Linux-Tag nicht mehr gibt? Also ich habe noch nicht allzu viel gesehen, aber ich saß hier eine Weile unten rum und habe mir 3D-Drucker und alles angeguckt. Das war sehr spannend. Was hältst du denn von diesem Motto, was ich denke, dass es das Motto ist vom Open Tech Summit über Open Hardware? Ich meine, wenn du System-D für Devices in deinem Vortrag erklärst, dann hast du bestimmt noch eine Meinung zu Open Hardware. Also mein eigenes persönliches Interesse ist ja eher Software als Hardware, aber ich finde es natürlich gut, wenn die Ideen von Open Software auch in der Hardware-Welt aufgenommen werden. Das ist natürlich großartig und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ich irgendwann mal einen ganz freien Rechner habe, wo eben nicht nur die Software frei ist, sondern auch die Hardware. Aber selbst ist das natürlich nicht mein Arbeitsgebiet. Ich bin kein Elektroniker. Insofern, ich kann da mehr zugucken als gestalten. Aber ich finde das sehr schön hier, das zu sehen, wie weit das heutzutage alles schon geht. Und zum Beispiel auch der 3D-Drucker, den ich mir angeguckt habe, ist auch komplett Open Source. Und kann man sich runterladen und den 3D-Drucker komplett kostenlos sozusagen selber bauen. Das finde ich schon ganz schön großartig und verändern. Was sagst du denn zu Secubit? Das hast du in deinem Vortrag leider ein bisschen ausgelassen. Wie sieht denn da die System-D-Unterstützung aus? Also bisher sieht die Unterstützung ist noch nicht besonders vollständig. Aber also für uns gilt EFI, Secubit wird ja irgendwie von Teilen der Community als was sehr Negatives angesehen, weil das irgendwie gesehen wird als etwas, wo Microsoft irgendwie Spielchen spielen will mit Open Source. Und das heißt irgendwie, Microsoft sind die Bösen und Free Software sind die Opfer. Aber ich glaube, das ist durchaus eine Chance für Open Source. Und zwar deswegen, weil Microsoft war immerhin so nett, so fair, dass sie gesagt haben, dass die Keys, die Verschlüsselung, also die Signier-Keys, die in der Firmware eingebettet sind, dass die austauschbar sein müssen. Und das heißt, man kann das jetzt so sehen, dass das nicht nur Art und Weise ist, wie Microsoft sicherstellt, dass du nur Microsoft-Software auf deinem Rechner laufen lässt, sondern man kann die Keys austauschen und stattdessen irgendwie zum Beispiel Fedora-Keys einbauen oder meine eigenen Keys sogar. Und damit kann ich sozusagen Microsoft aus meiner Maschine rausschmeißen und sicherstellen, dass keine Microsoft-Software oder irgendwie Software von NSA oder von irgendjemandem anderen auf meiner Maschine untergebracht werden, ohne dass ich es merken würde. Ja, weil indem ich da meine eigenen Keys enrolle in der Firmware, wird halt sichergestellt, dass nur Software, die ich für gut befunden habe, darauf noch gebootet werden kann. Und das ist ein Bonus. Das ist nichts Negatives. Das ist eine Chance für uns, für mehr Sicherheit, weil das heißt einfach irgendwie, wenn man zum Beispiel an irgendwelchen Grenzkontrollen mal sein Gerät weggenommen gekriegt und das wiederkriegt hinterher, da kann man sicher sein, dass die nicht in der Lage waren, irgendwie einen Keylogger oder sowas zu installieren, weil die Software halt das gar nicht zulassen würde. Die würde die Maschine gar nicht mehr hochbooten. Und insofern, in Systemd haben wir jetzt eine Komponente da eingebaut, die es ermöglicht, dass man einen Kernel nimmt, eine initid, also das ist jetzt ein bisschen sehr technisch, ein Bootsplash und ein paar andere Dinge und daraus ein EFI-Binary, das heißt so ein EFI-Programm, ein so ein Firmware-Programm daraus machen kann. Das kann man dann als eine Einheit signieren und den Signierschlüssel hinterlegt man dann im BIOS und dann kann
nur noch dieser Kernel mit dieser Internet-ID, mit diesem Bootsplash gebootet werden und sonst nichts anderes. In Systemd wollen wir jetzt auch noch ein bisschen weiterarbeiten, weil das ist erst der erste Teil des Bootprozesses. Was uns dann noch fehlt, ist, dass sozusagen das gesamte Betriebssystem-Image auf der Festplatte ebenfalls verifiziert wird und nichts genommen wird, was nicht irgendwie sinnvoll signiert ist. Da arbeiten wir gerade mit ein paar Leuten zusammen, um das auch möglich zu machen. Aber die Idee ist halt hinterher, dass durch diese beiden Komponenten, die wir dann haben, mein eigenes System sozusagen komplett abschließen kann und sagen kann, nur noch meine eigene Software läuft drauf. Und eben für andere Leute, die irgendwie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Keys zu machen, weil das ist ja schon irgendwie technisch fortschrittliche, also muss man schon fortgeschrittener sein, um das hinzukriegen, kann man eben sagen, okay, ich traste jetzt vielleicht nicht Microsoft, aber ich traste eben Fedora oder ich traste Ubuntu oder was auch immer. Und dann macht Ubuntu das für einen und man nimmt die Ubuntu-Keys, weil irgendwo muss man mit Trust arbeiten, weil selbst ich kann ja mein ganzes System nicht vollständig verstehen. Irgendwie Computer sind heutzutage so komplex, dass für manche früher, für manche später, aber immer der Punkt kommt, wo sagt, okay, jetzt kann ich nur noch jemandem vertrauen, das kann ich nicht alles vollständig verstehen. Und ja, aber für uns ist halt wichtig, dass die Leute sich selber aussuchen können, wen sie vertrauen und nicht alle immer sagen müssen, ja, Microsoft ist derjenige, den ich vertraue, weil wäre die schlechtestmögliche Lösung. Da bleibt dann quasi nur noch die Gentoo-Community übrig, die dann nur noch selbst signieren muss, weil jedes Binary ein anderes auch das Systemd-Binary ist dann wahrscheinlich nicht immer gleich. Also das ist natürlich für Leute, die alles selber bauen, heißt das zwangsweise, sie müssen auch alles selber signieren. Wenn sie davon benefiten wollen, wenn sie das genießen wollen, die Sicherheit, die ihnen das gibt. Ich hatte ja versprochen, es nicht anzusprechen, aber ich mache es jetzt trotzdem Puls Audio. Wie sieht es denn damit aus? Habe ich festgestellt, es gibt überhaupt keinen Systemd-Service dafür, sondern das ist irgendwie versteckt. Woran liegt das? Liegt das jetzt an der Distribution oder ist das nicht möglich? Also Pulse Audio ist ein User-Service. Ja, das heißt, es ist kein System-Service, sondern ein User-Service. Systemd bisher wird vor allem dafür eingesetzt, um System-Services zu managen. Und das heißt, der ganze User-Service-Kram, der ist irgendwie, je nachdem, was du für einen Desktop benutzt. Wenn du GNOME benutzt, wird das von GNOME Session gemanagt. Und wenn du KDE benutzt, irgendwie KDE-D oder sowas ähnliches. Pulse Audio ist deswegen irgendwie was, je nach Desktop verschieden gemanagt wird und das hat deswegen seinen eigenen Befehl, der heißt Pulse, also mit Pulse Audio -K kannst du es beenden, mit Pulse Audio -D kannst du es neu starten. Aber das ist halt kein Systemservice, deswegen sowas wie System Control oder sowas, mit dem du normale Systemservices managest, das geht damit nicht. Also ist auch nicht geplant in einer User Session? Doch, das ist geplant. Also Systemd ist momentan halt, wird bei den Distros vor allem dafür eingesetzt, aber wir wollen, dass Systemd die Rolle übernimmt, die momentan GNOME Session und KDE und so, KDE-D übernehmen. Und wir wollen ein bisschen mehr Vereinheitlichung, weil die haben alle ihren eigenen Logik da implementiert und in den meisten Fällen ist die nicht besonders gut. Also die macht schon, was sie brauchen, aber irgendwie Systemd ist da viel mächtiger in dem, was es tut. Und in vielerlei Hinsicht will man das auch also irgendwie die Probleme, die irgendwie ein System lösen muss, um die ganzen Systemdienste zu starten und die ein Desktop lösen muss, um die Desktop-Dienste zu starten, sind doch sehr, sehr ähnliche Probleme. Und wenn man irgendwie bei dem einen was Schönes einbaut, dann will man das eigentlich auch in dem anderen haben. Insofern, definitiv wollen wir, dass das GNOME Session, KDE-D alle ersetzt werden durch Systemd Dash User. Das kann man auch schon machen. Also ich weiß, dass manche Leute das so laufen lassen für ihre eigenen Desktops, die mehr so homegrown sind, irgendwelche mehr exotischeren Desktops. Aber wir wollen definitiv dahin gehen, dass auch GNOME per Default das benutzt. Und dann wird es irgendwann so sein, dass du System Control Start Service Name angibst, um Systemdienst zu starten. Und System Control Dash User Start irgendein Service, um User-Service zu starten. Und dann würde Pulse Audio auch ein solcher werden. Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Okay, nochmal eine andere Ecke wieder in Richtung Linux-Container. Wie sieht es aus, wenn ich kein Image benutzen will, wenn ich mein eigenes System verwenden möchte, um davon nochmal eine Instanz in einem Linux-Container separat laufen zu lassen? Also das, was wichtig ist, was Nspawn startet, ist letztendlich, dass du so einen Verzeichnisbaum hast, wo ein Betriebssystem drin ist. Also irgendwie sowas, wo etc und User und var und sowas drin existiert. Das sollte eigentlich schon ausreichen, um das in Nspawn laufen zu lassen. Wenn du mit Machine Control Pull dir was runterlädst aus dem Internet, dann ist das einfach eine einfache Art und Weise, um an so einen Verzeichnisbaum ranzukommen. Aber es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, das dir selber einen Verzeichnisbaum zu bauen. Du kannst zum Beispiel irgendwie mit Yum und der Bootstrap und sowas, da gibt es lauter so Befehle, wo du je nach Distro aus RPMs oder aus Debian-Paketen so einen Baum zusammenbauen kannst.
Und du kannst auch theoretisch das, was du ganz normal mit Anaconda, also mit dem, oder wie der Debian-Installer heißt, dir installiert hast, kannst du damit theoretisch auch einfach booten. Was allerdings wichtig ist, ist, dass die Container können im Allgemeinen keine Hardware virtualisieren. Das heißt, wenn irgendwie dein installiertes System explizit verlangt, irgendwie eine Festplatte, die da sein muss zum Hochfahren, und du versuchst es dann in Nspawn hochzufahren, dann wird diese Festplatte nie da sein und da wirst du einen Fehler kriegen für den Teil. Aber wenn du sowas nicht hast, in deiner FS-Tab nie irgendwie eine explizite Festplatte eingegeben hast, dann sollte es einfach so gehen. Das heißt, was du eigentlich machen kannst für deinen spezifischen Fall, ist, machst einfach CPAX oder sowas, kopierst deinen ganzen Verzeichnisbaum irgendwo anders hin. Oder kannst du, wenn du ButterFS benutzt, kannst du auch ein ButterFS Subvolume Snapshot machen. Also ist alles dir überlassen, wie du da genau drankommst. Wichtig ist einfach nur, dass du hinterher einen eigenen Verzeichnisbaum machen kannst. Hast. Was du sogar auch machen kannst, ist, du kannst, es gibt systemd nspawn --read-only. Und da kannst du einfach nochmal das Root-Verzeichnis von deiner Maschine eingeben. Ja? Und dann bootet er das hoch im Read-only-Modus. Ist ein bisschen dreckig, weil. Also, was man überhaupt nicht machen kann, ist, dass man zwei Maschinen vom selben Verzeichnisbaum hochfahren lässt, wenn beide drauf schreiben, zugreifen. Also, was weiß ich, dann lockt der eine nach syslog, der zweite nach syslog, schreiben dieselben Dateien und alles explodiert. Das supporten wir deswegen eher nicht. Was wir aber zulassen, was aber immer noch ein bisschen dreckig ist, ist, dass einmal das richtige System hochgefahren ist und das dann mit read-only eine zweite Version, dann gibt es immer noch ein kleines Problem. Aber ich selber wollte das haben zum Testen, deswegen habe ich es eingebaut. Und dann, wenn ich das beim Testen dann mache, dann ist das für mich irgendwie nur so, okay, ich weiß, dass das eigentlich dreckig ist und dass das irgendwie Dinge kaputt macht. Aber weil da irgendwie --read-only ich benutze, kann ich sicher sein, dass der Container nichts in dem Host kaputt machen kann. Und dann kann ich irgendwas testen und ich bin mir bewusst, dass da irgendwie Dinge nicht richtig funktionieren, aber das ist dann mein eigenes Risiko und ich kann damit umgehen. Ja, danke fürs Interesse und hat mich gefreut. We'll be right back.